Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront. Vardos, imperiale Festung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Möge die Macht mit dir sein. Und so weiter und so fort. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Das riecht nach Ärger. Die Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat. Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Massenvernichtung. Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Admiral Versio zerstört den ganzen Planeten aufgrund des Befehls des toten Imperators. Und seine Tochter Eden hat was dagegen. Da sind wir. Wir finden Protektorat Gleb im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind... Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Tja, die gehen über Leichen, die Jungs aus dem Imperium. Und da kommen Zweifel auf. Bei der ganzen Bande. Also das kann ja was werden, liebe Freunde. Sieht auf jeden Fall richtig krass hier aus auf Vardos. Der Planet, der zerstört werden soll. Und jetzt wollen sie ja alles... irgendwie evakuieren. Zumindest alles von Wert. Ach, meine Güte. Sieht aber cool aus hier, oder? Aufladen. Sie haben eine neue Freigabe, Vardos zu verlassen. Neue Aufnahme. Ich kann nicht in meinem eigenen Schiff abreisen? Wir dürfen erst von Vardos abreisen, wenn Sie eine Freigabe haben. Warum? Ich gehöre auch zum Imperium, genau wie Sie. Sie erhalten in Kürze Ihre zugewiesene Abflugzeit. Bis dahin müssen Sie warten, wie alle anderen auch. Okay, mal checken, wo wir überhaupt hin müssen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Commander Versio, Sie können durch. Das ist aber nett.
Oh Mann. Das erinnert irgendwie an Call of Duty World War II. Ja, AT-AT. Riesiges Teil, ne? Und nur weil das der Befehl des Imperators ist, eines toten Menschen. Was steckt da genau hinter? Was steckt da noch mehr hinter? Warum soll das so sein, dass dieser Planet vernichtet wird? Dieser Sturm ist zu viel. Was machen wir? Ich glaube, wir können nichts machen. Nicht bei diesem Wind. Spezialeinheit. Durchladen. Vor allem schaut doch mal, was die alles aufgebaut haben. Das ist doch mega krass. Warum hat alles... Oh, die TIEs. Hat jemand in den Kommentaren geschrieben, er mag so das Geräusch von den TIE-Fightern. Stimmt zu? Oh, was ist hier los? Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein... Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum müssen wir es leider zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asche beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Naja, wie auch immer, er ist auf jeden Fall im Boden verschwunden eben kurz. Habt ihr das gesehen? Was war denn da los, bitteschön? Kann sich unsichtbar machen. Der Hask hat einige Skills auf Lager und der Admiral hat den auf jeden Fall um uns angesetzt, um uns zu kontrollieren. So viel ist mal sicher. Denn er vertraut seiner Tochter nicht mehr. So, nochmal hier umschauen, weil das sieht richtig cool aus. Und wir auch ja nichts verpassen. Wir möchten durchgelassen werden, bitte. Ja, aber Dali. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, zack! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, was soll das? Nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein. Komm, warten Sie. Ich bin Ihr Commander. Waffe runter. Nein, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein. Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu's das Imperium nicht. Muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das hier Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Was für eine krasse Nummer. Okay, jetzt sind wir tatsächlich gegen das Imperium, oder? Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn Sie uns sehen, gibt's Ärger.
Neue Befehle. Bereich sichern. Wenn ihr die Desertöre seht, sofort feuern. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Entfernung der Nähe 8. Sie sehen uns nicht. Und das sollte auch so bleiben. Okay, vorsichtig. Hier irgendwie durchsneaken. Kein Aufsehen erregen, wenn es geht. Der Sturm wird langsam stärker. Wir müssen den Planeten verlassen. Wir sind jetzt Abtrünnige. Verräter sind wir. Den eigenen Vater verraten sozusagen. Glück. Los jetzt, in den Durchgang. Und einen Massenmord nicht unterstützt. Check das Ding. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Das Kestro-Verteidigungszentrum erreichen. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Okay, was wurde da gehackt? Scheinbar der Aufzug, oder was? Okay, Vorsicht hier. Den können wir nicht mal ausmerzen, oder? Bevor der da reingeht. Das war's ja schon. Ist da irgendwer aufgescheucht worden? Oder ist es jetzt nur die Musik? Ne, da hinten war noch einer. Verdammt. Ich geh jetzt alle an die. Oh ne, das gibt's doch nicht. Haben die mich jetzt alle bekommen? Du Schweinepriester. War ich ein bisschen überrascht gerade. Ich hab das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Muss ich da nochmal hacken? Kommander. Du musst was hacken. Dann mach nochmal. Ja, aber das wissen wir ja bereits. Okay. Können wir den jetzt einfach so öffnen? Kommen wir da jetzt ran? Ich meine, der Aufzug soll ja angeblich da sein, aber er wird nicht gehackt, ne? Da taucht nichts auf. Vielleicht ist es auch ein anderer. Das weiß ich natürlich nicht. Ah, der da vorne vielleicht, ne? Ich muss ein bisschen auf der Hut sein. Könnten überall noch Feinde sich hier rumtreiben. Ja, wir müssen doch jetzt irgendwo hoch. Oh, krass. Schönes Bild. Geht's auch noch ohne Aufzug weiter? Aber krass, wie das so schimmert. Alles. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Okay, da sind 6 an der Zahl. Wir können immer noch unauffällig fortgehen, das würde ich auch empfehlen. Einmal hacken, bitte. So, Leibwächter und hartnäckig. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Ist doch schön, freue ich mich. So, hier könnt ihr mal kurz mein Setup sehen. Also nur, um es mal einzublenden. Ich werde das jetzt auch nicht groß ändern. Aber, wie gesagt, Frontkämpfer, Thermalgranate und Schild. Alter, warum? Ja, da hätte mehr gehen müssen. Da hätte ich mehr gehen können, vor allem. Okay, den müssen wir erstmal kriegen. Nicht die beste Waffe dafür gerade am Start. Ja, den haben wir gekriegt. Sehr schön. Okay, was haben wir noch im Petto? Dingeldongel, Dingdang. Dingeldong. Oh, was für ein Schweinepriester. Alter. C war das, ne? So. Schieß dir die ganze Zeit nur gegen den Schrotto. Ach, guck mal. Was war das denn für ein Loser? Der war ja noch schlechter als ich. Okay. Ich gehe mal in die Ego, da komme ich irgendwie gerade besser mit klar. Hab lange nicht gespielt, lange nicht geschossen. Okay, da vorne ist noch ein letzter. Den kriegen wir aber auch noch. Sehr schön. Sie schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Das sieht schon heftig aus. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Okay, vorsichtig jetzt. Es sind echt viele. Auf mein Zeichen. Wenn der seinen Kopf hebt, schießen wir drauf, oder? Oder vielleicht direkt ihn schnappen, ja?
Boah, jetzt habe ich die Säule gepfeffert, oder was? Boom. Check das Ding. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Ach, interessant. Okay. Wenn es weiter nichts ist, was haben wir denn hier Schönes? Glück F2 im Werfer auszurüsten. Nice. Also für mich nicht unbedingt der schlechteste, die schlechteste Idee. Ach ja, gut, den brauche ich jetzt nicht nochmal. Da waren wir ja schon drin. Ich denke mal, da gibt es noch irgendwelche Specials oder so, aber dem ist leider nicht so. Können wir mit dem Schild fortgehen? Nice, das Ding gefällt mir. Wir müssen... Ach, ich muss jetzt hier lang gehen. Kann ich da um die Ecke oder was? Das ist aber ein bisschen blöd. Ich kann ja auch einfach die Straße lang laufen, aber ich muss mich mit den Feinden hier beschäftigen. Oh, da sind aber verdammt viele hier. Scharfschütze, gefährlich, gefährlich. Ja, ich sehe es. Probieren wir was über Bande zu bringen. Ich glaube, da haben wir was erwischt tatsächlich. So, jetzt komme ich wieder rein hier. Ich habe einen Booster, das ist gleich bei euch. Und nochmal kurz. Oh, hier geht's die Treppe runter, da will ich nicht lang. Und... Yeah, nimm das hier, Penner. Droide, Schild aktivieren. Den da oben müssen wir erwischen, der ist fies. Komm schon her. Der schießt da echt durch? Treffe ich den denn da durch? Der ist unser Kollege, der da drauf möppelt, ne? Da, Alter, diese Treppe. Diese gottverdammte Treppe. Wird in der Spezialeinheit noch zu Gefängnis. Wow! Willst du mich verarschen? Das Ding ging ja ab. Mach ich halt so. Vielleicht hat es irgendwas dahinter erwischt. Okay, jetzt mal hier ruhig Blut. Weiterziehen. Geiler Bounce. Der war jetzt nicht so gut. Verdammte Axt. So. Jetzt aber. Okay, das Ding ist gefährlich. Nicht neben Fässern, die explodieren könnten, verstecken. Ist immer weniger ratsam. Wir kommen raus. Schön. Den haben wir. Da ist noch einer. Vorsichtig. Die können an jeder Ecke herlauern. Okay, hier ist alles safe soweit. Pushen wir uns an den AT-AT. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüsseln zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Boom! Der war doch nice, oder? Ja, diesmal hat's geklappt. Weil die Dinger... Da muss man sich halt auch erst dran gewöhnen, an die Gerätschaften hier. Jetzt wird's ja mega geil, Leute. Hey, haben wir den Imperialfunk? Geben Sie mir die Corvus. Commander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut, die Corvus abriegeln. Hask wird Truppen schicken, um die Corvette einzunehmen. Ja, Commander. Ich bin dabei. Was Sie auch sagen. Vorsicht in dem Sturm. AT-AT! Ja, den machen wir platt. Keine Sorge. Ich sehe die Flugabwehrkanonen. Ich erledige sie. Oh, unverschämter Flegel. Aber irgendwas anderes trifft uns doch hier. Das sind die Kleinen, ne? Okay, jetzt hier drauf. Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit das der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Boah, der ist aber ein bisschen... störrisch hier, der AT-AT, der Kampfläufer. Weil die Kleinen haben dann dagegen natürlich keine Schnitte. Das war mitten ins Gesicht.
Okay, wer haben wir denn da hinten noch? Wir haben ein paar Bengel, die aufs Näschen wollen. Vernichten wir doch wieder Sturmtruppler sozusagen. Da bin ich ja mal gespannt, wo diese Story noch hinführen wird. Ist ja kurz vor das Erwachen der Macht zumindest teilweise angesiedelt. Gut, das soll man zerstören hier noch, das Ding. Und ich muss sagen, super geil Design. Macht mega Laune. Oh, den kriegen wir auch noch hier. Kein Problem. Ach. Hoch, wo sind die denn? Da vorne bist du. Schakalakabu. Bei dem machen wir auch nochmal sein Gesicht ein bisschen brennen. Ja, ist der Burner. So, schön. Da explodiert doch alles wunderbar. So gefällt mir das. Da kommt noch ein neuer Kampf heute. Oh, verfehlt. Der Kopf schwingelt so ein bisschen. Da, die Hauptzielschüssel. Wenn wir sie zerstören, sind alle Geschütze im Sektor deaktiviert. Ist hier rechts hinter. Ach, du bist der unentspannte Dude. Ich komme gar nicht so weit rum, leider. Den kann ich nicht zerstören mehr. Wir müssen die Schüssel ausschalten, Commander. Kommt alles. Immer mit der Ruhe. Und noch mal ein paar Mal rein, dann läuft der Hase. Jetzt letzter Schuss. Geschafft. Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Corvus. Wir verlassen Manos. Ich bringe uns möglichst nah hin. Hat der überlebt, oder was? Eine Barrikade blockiert unseren Weg. Ja, die machen wir auch noch fertig hier. Das ist mega, die Mission, oder? Aber erstmal alles angreifen, was uns angreifen kann. Boah. Das kann heiter werden. Okay, jetzt den Großen. Drauf da, komm schnell. Ich sehe ihn gar nicht. Weiterfeuern! Komm schon, den müssen wir platt machen. Ja, Mann, wir haben ihn. Gute Arbeit, Commander. Boah, mega. Commander, die Mauer! Muss weg. Wir haben es fast geschafft. Ah, nochmal ein Teil. Boah, wie wir einfach unsere Kollegen ausradieren, ist ja eigentlich auch nicht so ganz cool. Aber wir setzen uns halt für die Bevölkerung des Planeten ein. Nein, Heiden über uns! Verdammt, sind wir gut rausgekommen. Elegant, würde ich sagen. So, und jetzt ab ins Schiffchen. Runter und alle an Bord holen. Oh, verdammt. Aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Ein bisschen Deckung holen wäre nicht verkehrt, gerade mal. Mal kurz mal ausharren. Einmal das Schild aktivieren. So. Er hat ja mit Luke Skywalker zusammen gekämpft. Der ist uns auf jeden Fall gewogen. So, nochmal ins Gesicht. Okay, da vorne sind noch weitere. Okay, den haben wir erwischt. Tatsächlich sogar ganz gut. Unsere Besatzung wird angegriffen. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Was ist denn da Schönes eigentlich? Stellung halten! Stellung halten! Nicht ins freie Loch! Ruppler, aufhalten! Jawohl! Ach du Kacke, ob wir da noch neben rauskommen? This is not our mission. I am your commander. Stand down. You take orders from me.